Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. Chris, you haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room.
Moin, und so beginnt es. Hey zusammen, wir spielen jetzt hier Resident Evil 1. Es ist eine Ewigkeit her, ich muss mich erstmal wieder hier an die Controls gewöhnen. Aber ja, what? Was für ein Intro. What is this? What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Ich weiß gar nicht mehr genau. Am Anfang könnte man das, die Sequenz hier ein bisschen ändern. Oh oh. Ah, ich bin so an Resident Evil 2 gewöhnt. Ja, Start ist in das Menü kommen. Der Emulator läuft nicht so super. Ich hoffe, es ist trotzdem für euch okay. Ich hoffe, es nimmt nicht so viel von der Experience weg. Übrigens, hier Umbrella-T-Shirt, wie immer bei den Resident Evil-Spielen. Das muss immer sein. So, und ja, wollen wir mal dem ersten Zombie in die Arme laufen. Leider, die deutsche Version hier hat den Intro ungekürzt, aber leider, der Zombie hier wird gekürzt sein. Kann ich eigentlich rückwärts da drauf zulaufen? Mal gucken, ob das geht. Wäre witzig. Zombie. Oh ja, ich kann rückwärts auf ihn, auch von ihm weglaufen. Cool. Ja, wir gehen mal ganz gemütlich weg. Wir verschwenden keine Munition. Das ist Survival Horror hier. Jede Kugel ist wichtig. Barry? Barry? Watch out, it's a monster. What is it? Watch out, it's a monster. Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Genau. Lasst uns mal rüberlaufen. Ja, der Emulator, der läuft nicht so ganz 100%, aber ich hoffe, und das hat jetzt keinen großen Einfluss, ich hoffe, die Lautstärke ist auch okay. Ich weiß, ich muss ein bisschen lauter wahrscheinlich reden, weil es ist, das Game ist sehr, sehr, sehr laut. Warte, diese Musik. Wesker! Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And, Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Master of unlocking. Oh my god, is it cool? Thanks. Maybe I'll need it. Ach, diese Musik. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Okay, und jetzt geht's eigentlich erst richtig los. Ich kann euch ja mal was Lustiges zeigen. Schaut mal hier. Ich hoffe, da hängt sich jetzt nichts auf. Oh mein Gott. Was man da für eine Angst hatte. Und dann kommt eben das. Na, das ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen. Quickturn gibt es hier leider noch nicht. Ah, ich überlege gerade, wo sollen wir... Ach, ich drücke immer Kreis. Ich bin so ein... Mein erstes Spiel war Resident Evil, was ich jemals gespielt habe. Deshalb, ja. Ich überlege gerade. Gehen wir mal hier lang.
Das hier ist der Director's Cut, die fortgeschrittene Version. Das heißt, die Items sind eh alle woanders. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir etwas zum Tragen. Ach, hier findet man noch das Handy. So. Hier kriegen wir einmal die Map. Die schafft es so langsam. Weil das ist mein absolutes Lieblingsgame. Und paradoxerweise. Ja, jetzt! Kopffußball! Paradoxerweise war. Oh, hier sind zwei. Okay, kann ich an dem vorbei? Feed-Zombies. Was gibt's hier? Ink-Ribbon? Ink-Ribbon, okay. Die Dinger braucht man zum Speichern, falls ihr das Game noch nicht kennt. Wie kommen wir jetzt an dem wieder vorbei? Schleichen. Ach, die guten alten Tank-Controls. Ich weiß nicht, was die Leute gegen die Tank-Controls hatten. Was? Dieses Raum ist, glaube ich, total kaputt. Mit Dumm-Dumm geschossen habe ich gerade die Tür aufgemacht. Okay, ich habe noch nicht eine Kugel verschossen. Das wird sich jetzt aber gleich ändern. Genießt die Musik, solange sie da ist. Oh cool, es hat immer ein Auto-Aim. Und es hat sogar Switch-Target. Das ist sehr gut. Komm her, komm ins Bild. Perfekt. Oh Gott, wie werden dann Bossfights hier jetzt erstmal? Okay, was gibt's hier? Nix. Gut. Ich werde hier alles versuchen zu clearen. Weil man muss hier viele Flure öfters mal werden. Man kann durch das Hören alleine schon feststellen, was der Gegner gerade macht. Und bei den Hunden muss man wirklich warten, bis die wieder aufstehen. Oder nah rangehen und immer weiter drauf schießen. Ah, okay, hier ist was. Übrigens, in den Spielen hier muss man sehr viel X spammen, weil manchmal sind die Sachen ziemlich versteckt, wie hier jetzt gerade. Ich hoffe, das Audio passt. Ich weiß, die Musik ist sehr laut. Ich hoffe, es geht einigermaßen, aber... Man muss diese Musik einfach genießen. Ich glaube, hier war was, ne? Ja, ein Kraut. Ich gehe aber noch nicht da raus, weil... da gibt es sehr viele Items. Und ich will die Hunde nicht unnötig da triggern. Hier gibt es jetzt in der Director's Cut Version auch eine spezielle Sequenz. Aber ich sollte meine Waffe vorher nachladen. Ich weiß nicht, was da liegt. Ist es das überhaupt wert? Ich drücke immer Kreise. Ich bin zwar an Resident Evil 2 gewöhnt. Ich glaube, es ist Munition, ne? Ja, ja. Hallo, kann ich die einfach aufheben und rausrennen, bitte? Das wäre schön. So. Ja, collect one. Okay. Ich weiß noch, bei dem Remaster, da kommt dieser Zombie hinter einem her durch die Tür. Okay, dann gucken wir mal. Hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Jetzt hier weiter. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Remaster hatte ich noch vor einem Jahr oder so gespielt, aber das hier... Weißt du was? Wir verzichten auf Jill Sandwich diesmal. Ich könnte da jetzt reingehen, könnte mich retten lassen von Barry, aber machen wir es auf die schwerere Weise. Warum nicht? Wir haben schon die grüne Advanced-Version genommen. Das heißt... Oh, nice Headshots. Ich glaube, irgendwo ist noch einer. Ja. Komm, wir ziehen nicht ins Target. Okay. Ich meine, ja. Ich glaube, hier hat man eine höhere Headshot-Chance oder sowas. Okay, das mit den Bildern brauchen wir noch nicht machen. Das Item dafür, das können wir auch kurz bevor wir in den Garten gehen eigentlich holen. Oder bekommen... ich vergesse es immer. Ich bin ja in der Director's Cut. Die Items sind hier, glaube ich, anders. Ihr seht auch, die Kameraperspektiven sind zum Teil auch geändert worden. Wo kommst du denn her? Oder? Lauf. Ist das ein Headshot? Ah, der lebt noch. Ich glaube, er ist hingefallen. Ja, er liegt da. Schauen wir mal, ob das klappt.
Warte mal. Okay, so, das hier nehmen wir, dann machen wir das Inventar einmal frei, würde ich sagen. Und dann können wir nämlich mal da draußen gehen. Bevor wir jetzt nach oben gehen, weil... klar, jetzt kann man nach oben gehen, da sind noch einige Räume. Ich weiß gar nicht, wo man hier auch den ersten Schlüssel findet. Okay, hier ist nur Clip, oder? Ah, ja, der Director's Cut. Wir können uns direkt schon die Shotgun holen und müssen uns nicht retten lassen. Sehr schön. Und unsere gute alte Itembox. Wer kennt sie nicht? Kann ich das einfach stacken? Nö, das geht nicht. Das geht bei Resident Evil 2. Okay, wir organisieren das ein bisschen. Das Speicher-Item tun wir immer hier hin. Und Heil-Items hier unten hin. Und Waffen... Schlüssel-Items hier drüber und Waffen dann hierher, würde ich mal sagen. So, dann nehmen wir uns die Munition raus. Wir speichern noch nicht. Ich werde es nachher bereuen, bestimmt. Ich werde nachher draufgehen und dann kann ich wieder alles von vorne spielen. Übrigens noch so ein Aspekt vom Survival-Horror, ne? Damals musste man speichern und wirklich Ressourcen dafür benutzen zum Speichern. Was ja, heutzutage hat ja jedes Spiel irgendwelche Checkpoints vor jedem Gegner. Und so, klar, es macht es in meinen Augen manchmal zu einfach. Manchmal ist es gerechtfertigt. Habe ich die Waffe jetzt noch dabei? Ja. Ich finde, es ist etwas zu einfach geworden. Die heutigen Spiele, die sagen einem auch immer haarklein, was man machen muss. Ja, klar, es soll eine gute Spielführung da sein, damit es auch gut spielbar ist. Aber... ich finde, ein bisschen sollte man auch noch selber denken, oder? Und das finde ich an diesen Spielen eben so schön. Es ist nicht nur einfach wildes Rumgeballere oder sowas. Es ist einfach... ja, keine Ahnung. Man muss ein bisschen nachdenken. Gibt Rätsel zu lösen, dann gibt es wieder da diese... ja, ja, ich sehe schon, was da glitscht. Dann gibt es wieder diese Momente, wo du Bossfights hast und sowas. Dann gibt es Momente, wo es ruhig ist, wo man Schlüssel sucht, Rätsel löst. Okay, der ist weg. Oh nein, da ist noch einer. Der war doch näher, als ich dachte. Fall um. Okay, komm, nimm das Gewehr. Wir hauen einfach ab. Wir brauchen hier nie wieder reingehen in diesen Raum. Das war's. So. Okay, ah, Moment. Ich muss warten, bis diese Animation zu Ende ist. So, jetzt kann ich das. Weil sonst kann man es, glaube ich, nicht benutzen. So. Tschüss. Macht's gut, Zombies. Ich weiß, ich hätte auch die PC-Version hiervon spielen können. Das Problem ist, da muss es irgendeinen Fix oder so geben. Die läuft viel zu schnell bei mir, weil die alten Spiele damals, die PC-Spiele, wohl direkt mit der Hardware kommuniziert haben und weil die CPUs heutzutage so abartig schnell sind, läuft das einfach so mega zeitraffermäßig. Das ist total merkwürdig. Ich müsste mal gucken, ob ich die PC-Version wieder zum Laufen kriege, weil die ist nämlich komplett uncut und die wäre auf Englisch. Das wäre fürs englische Playthrough gut. Übrigens, Chris werde ich dann im Englischen durchspielen. Ich überlege gerade... ach ja, ich bin falsch gelaufen. Sorry, Leute. Sorry. Ich wollte ja jetzt noch diese anderen Sachen da einsammeln. Ich wollte mal gucken, was da liegt. Vielleicht ist ja da auch ein Schlüssel. Ansonsten könnte bei Forest auch ein Schlüssel sein. Wir gucken mal kurz. Ich meine, Backtracking war ein großer Bestandteil dieser Spiele. Oh, sie ist sogar verschlossen. Okay. Wir können noch gar nicht dahin. Okay, auch gut. Okay. Ich weiß gar nicht, ob bei den Bildern dann auch das gleiche Item ist oder ob da was anderes ist. Übrigens, ihr hört, hier ist der Original-Soundtrack. Ihr werdet nachher nicht diese komische Synthesizer-Poops-Musik hören, wenn wir in den Basement gehen, also in den Keller. Ich meine, das wird noch dauern, bis wir zum Basement kommen. Vor allen Dingen, so langsam wie diese Version hier läuft, wird das wahrscheinlich ein paar Stunden mehr sein als sonst. Ich merke, hier in der Version macht es schon viele Headshots. Ach, bitte kommt nicht gleichzeitig, lass mich los. Wow, wenn man vom Teufel spricht. Oh, wow, nice. Da gehen wir noch nicht rein. Da hinten brauchen wir ein Feuerzeug. Hier ist niemand. Können wir die öffnen?
Ja, perfekt. Hier sind auch Zombies. In der originalen Version glaube ich 3. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Version ist. Noch ein Headshot, bitte. Headshot! Lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei. Zieh doch nicht auf den, der näher an dir dran ist. Abstand, immer Abstand. Ups. Und sehr gut hinhören. Das ist hier am wichtigsten. Bei den Spielen, um Munition zu sparen. Nein, du sollst auf den da zielen. Nein, jetzt krieg ich gleich auf die Fresse. Lauf wieder dahin, lauf dahin. Okay. Wir machen das Geduldsspiel. Komm, mach einen Headshot, bitte. Die sind eben random, die Headshots. Die kann man nicht steuern, leider. Übrigens, ich habe eingestellt, ich habe am Anfang, als ich das ausgewählt habe, den Schwierigkeitsgrad auf rechts gehalten. Moment, wo laufe ich hin? Ich sollte mal den einen Raum da checken. Ich hoffe, die sind tot hier. Moment. Ah, einer lebt noch. Das Auto-Aim hat dich verraten, mein Freund. So, weil ich glaube, im Original war hier ein Feuer. Wenn ich mich nicht irre, aber hier weiß ich jetzt nicht in der Director's Cut-Version, was hier ist. Okay. Ja, da ist dieses über die Kräuter. Das erklärt eben, wie die Kräuter funktionieren. Ihr könnt ja pausieren und es durchlesen. So. Nichts Ungewöhnliches gibt es hier nicht in diesem Raum. Ich werde einfach mal X spammen. Hier gibt's nichts, das glaube ich nicht ganz. Ehrlich? Ich weiß gar nicht, die Tür müssen wir nicht öffnen, oder? Ah, okay, jetzt ist sie offen, gut. Okay, also ist hier einfach gar nichts. Okay. Haben sie den Raum sozusagen nutzlos gelassen. Gut, gut, dann gehen wir jetzt zur Main Hall. In der Main Hall können wir nämlich zu Forest Sprayer oder wie er heißt gehen. Was brauchen wir hier für einen Schlüssel? Armor, okay. Armor, okay. Hier, das ist Shield. Nein, das ist auch Armor. Ah nee, Shield war die dahinter dann von Jorn. Genau, das war ja der Mini-Boss oder Boss. Ich weiß nicht, ob man den Boss nennen kann. Barry? Nein, kein Barry? Okay. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich das mit der Shotgun nicht getriggert habe, diese Jill-Sandwich-Sequenz. Ja, sorry, ich lasse hier einige ikonische Sachen weg. Oh mein Gott, ich liebe diese Musik. Damals PlayStation 1 zu Weihnachten bekommen. Resident Evil 2 schon vorher, aber auch bei jemand anderem 1000-mal durchgespielt, ne? 11 Jahre. 11 Jahre alt und das hier haben wir uns ausgeliehen bei der Videothek. Das... Ich hab's da gespielt und dieser Moment hier. Ich hatte so einen Schiss gehabt. Diese Musik. Oh, die ist einfach genial. Ich liebe diese Musik hier. Die trifft es auf den Kopf. Perfekt. Barry? Okay, Jill. Barry ist hier. Ich dachte, er wäre in der Main Hall. Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. Forest. It's Forest. Oh my God. Diese Musik. Genial. It's awful! I'm a Forest Whip. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Can you look around the first floor, Jill? Okay.
Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Ich habe Waffen, aber ich will mehr Waffen, bitte. Gimme, gimme. Gimme, gimme. Bazooka, yay. Das Problem an den Dingern ist, die Gegner können denen auch ausweichen. Also der Tyrant und so kann das. Okay, Barry, see ya. Oh, aber hier dieses... Vor allen Dingen, wenn man da alleine reinging. Oh, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass Barry hier war. Ich weiß nicht, wie man... Da gibt es ja tausend Wege, wie man diese Sequenzen triggern kann und sowas. Also er sagte, ich soll wieder runtergehen, was ich jetzt aber nicht mache. Ich werde jetzt erstmal... Ich habe eigentlich noch gar keinen Schlüssel, noch gar nichts an Key-Items. Ich habe jetzt nur Waffen gesammelt. Deswegen werden wir hier lang einmal da runterlaufen. Diese Kameraperspektive ist so cool. Beziehungsweise nicht runterlaufen, sondern hier oben einmal langlaufen. Ah, hier kommen wir jetzt auch wieder zum Wiese. Natürlich steht der hier neben der Statue. Es ist so klar, dass man ihn bloß nicht mit dem Messer durch die Statue kriegen kann. Oh, da ist eines der Quests drin. Sehe ich schon. Die Statue, die hält eines der Quests. Sie hält keinen Stein. Das ist schon mal gut. Wir müssen hier alles absuchen, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich... Ich kenne die Originalversion, wo alles ist, aber die Director's Cut, die habe ich nicht so oft gehört. Ich bin rückwärts schneller als du vorwärts. Nein, geh weg. Mach einen Headshot, bitte. Danke. Tschüss. Den einen lassen wir da, scheiß drauf. So. Der Raum, der jetzt kommt, den hasse ich. Weil da sind die Kotzzombies drin und die Wand sieht auch aus wie Kotze. Guckt euch diese Wand an! Boah, diese Muster haben mir Albträume gegeben. Das waren die ersten Vorläufer der Backrooms, wisst ihr? Diese Wand hier. Daran erinnert mich das immer, wenn ich die Backrooms sehe. Dieser spezifische Raum hier. Ach ja, kennt ihr das? Wenn die leer ist, die Waffe, und ihr macht einfach schießen. Ups, die hat dann auch so eine Reload-Sequenz. Okay, der andere da hinten ist hinüber, ne? Ja, ist er wohl. Da hinten können wir eh nicht rein in die Räume. Wir gehen direkt runter. Da ist auch der Raum, wo das Serum drin ist, was wir für Richard brauchen, wenn wir ihn finden. Das ist dann ein Safe Room hier. Keine Angst, ich werde euch nicht zu viel über die Story verraten. Okay, wie es scheint... Von wegen, die alten Spieler haben keine Jumpscares. Der hat mich jetzt gekriegt. Ich bin einfach so, ich liebe diese Spiele so, wisst ihr? Deshalb laber ich so viel. Sorry. Wir wollen es ja genießen. Wo wollte ich die Waffen hinpacken? Hier sind die Halse. Hier kommen die Waffen hin. Okay. Sollen wir speichern? Was denkt ihr? Sollen wir speichern? Nein, da liegt ein Farbband. Warum nicht, ne? Ja, übrigens, ich bekomme jetzt 6, weil ich am Anfang bei Fortgeschritten lange rechts gehalten habe für ein paar Sekunden. Und wenn das dann grün wird, dann hebt man in diesem Spiel... Oh, ich hoffe, die Memory Cards funktionieren. Das sind virtuelle übrigens. Okay, sie funktionieren. Gut. Letztendlich wird es auf dem PC gespeichert. Okay, das wäre jetzt der erste Save. Ich mag diese Director's Cut Version. Ich finde diese fortgeschrittenen Versionen hier total cool. Moment, die muss man so... Ich glaube, die kann man nicht so direkt reinstecken. Die muss man rausholen, kombinieren, weil sonst wird die Itembox zu voll. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, in Resident Evil 3 im Easy Mode habe ich es immer geschafft, die Itembox komplett voll zu kriegen mit Heilsachen und so einem Kram. Auch wenn ich es kombiniert habe, das war immer ein Desaster. Aber ich habe die ganze Magnum-Ammo und ach, das ganze Zeugs, das habe ich alles immer gehortet bis zum Ende, bis zum Bossfight. Und selbst dann hatte ich noch tonnenweise rumliegen. Ich wollte eigentlich gerade schießen.